Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Programm in meinem YouTube-Kanal, der sogenannten Frage des Freitags. Ja, ich habe euch hier was mitgebracht. Das ist ein Hahn. Eigentlich ist es ein Wiedehopf, dieses Stofftier. Ich nenne es jetzt einfach mal, dass es ein Hahn ist. Ja, was für eine Rolle spielt denn dieser Hahn? Was bedeutet der Hahn auf den Kirchtürmen? Das soll die heutige Frage des Freitags sein. Gut, also der Hahn auf dem Kirchturm ist ein Symbol. Und dieses Symbol steht dafür, dass Jesus gefangen genommen wurde und Petrus wird gefragt, ob er zu ihm gehört. Und das streitet er aber dreimal ab und anschließend kräht der Hahn. Ist auch in der Bibel mehrfach notiert. Eine passende Stelle dazu wäre Matthäus 26, Vers 34. In dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, hast du mich dreimal verleugnet. Und an diese Geschichte erinnert der Hahn auf dem Kirchturm und man könnte ihn also als Mahnmal für Aufrichtigkeit interpretieren. Ferner ist er auch ein Wetterhahn-Symbol, das heißt ein Windmessinstrument. Und der katholische Bischof von Brescia im Jahr 820 hat er den Hahn als Symbol angebracht auf dem Kirchturm, als Symbol, als erster, der die Nacht, das Ende der Nacht ankündigt. Dafür war auch der Hahn gedacht. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit zur heutigen Frage des Freitags.